Hallo, wenn Sie ein Abendessen aus mehreren Zutaten nicht zubereiten und trotzdem euren Liebsten etwas Leckeres auf den Tisch zaubern wollt, erinnert euch an diesen Schafskäsekuchen. Dafür nehme ich süße Paprika, Eier, Olivenöl, Gouda, Schafskäse, Mehl, Backpulver und Butter. Butter in kleinen Stückchen schneiden, schmelzen und danach abkühlen lassen. Eier mit Olivenöl aufschlagen. Gouda und Schafskäse grob reiben. Paprika putzen, von Kern befreien und in kleine Würfel schneiden. In einer Schüssel alle Zutaten vermischen. Zuerst das Mehl, dann das Backpulver, etwas Salz und die Eiermasse. Alles gut vermischen. Geschmolzene Butter dazugeben. Wieder vermischen. In den Teig den Käse und die Paprikawürfel unterrühren. Jetzt alles gut mit der Hand unterkneten. Backblech mit Backpapier auslegen und mit Butter bestreichen. Darauf gleichmäßig den Teig verteilen. Und glatt streichen. In einen vorgeheizten Backofen zum Backen stellen. Die Zeit ist gekommen, unseren Schafskäsekuchen rauszuholen. Die Ränder rausnehmen. Den Kuchen in Stücke schneiden. Und heiß mit einem kalten Weißwein servieren. Guten Appetit!